Schon gestern, Oberwart. Halten Sie dem österreichischen Fußball weiter die Daumen. Es geht morgen weiter mit Sport 20 Uhr ORF 1. Und jetzt noch einmal zu den erfreulichen Highlights des heutigen Abends. Auf Wiedersehen. Von einem bestimmten Alter an ist jeder Mensch für sein Gesicht verantwortlich, schrieb der französische Dichter Albert Camus. Das ist das Gesicht des Dr. Josef Braunstein, das Gesicht eines alten Mannes, eines sehr alten Mannes. Dr. Das Viertelfinale beigetragen hat. Gestern Abend Riesenjubel um Rapid. Heute früh der Torhüter genießt noch einmal in aller Stille den Erfolg. Ich gehe ganz gern daher an die Donau und versucht da irgendwie das Ganze aufzuarbeiten und denkt darüber nach, wie toll eigentlich dieser Erfolg war, und es war einfach einzigartig und sensationell. Die erste wirklich gute Aktion der Rapidler bringt das 1:0. Flanke stumpf, Neibet kann nur kurz abwehren und Kübauer erzielt in der 25. Minute die Führung. Begeisterung, aber auch Schmerzen bei Rapids Galionsfigur. Ich habe die Sans nicht gemacht, bis mir der Carsten von lauter Freude hat mir einen Eisenbahner versetzt und wahrscheinlich hätten das Spiel schon früher beenden können, nach 90 Minuten, aber ich habe dann Angst gehabt, weil ich sollte das 2-0 schießen, dass man wieder einspringt. Nicht? Und dann war es wahrscheinlich total aus gewesen für mich. Es war wieder die alte Rapid und wirklich, das geht wieder in die Geschichte ein. Das war sensationell, auch wie uns die Zuschauer unterstützt haben. Das 2:0 durch Stumpf dann erst in der 22. Minute der regulären Spielzeit. Rapids Glück, wie schon beim Aus gegen Salzburg, ist Sporting-Torhüter Costinha der Schwachpunkt der Portugiesen. Beim erlösten Stumpfkopfball zum 3:0 in der Verlängerung macht Costinha wieder keine gute Figur. Rapid dagegen kann sich derzeit in jeder Situation auf seine Nummer 1 verlassen. Das gibt es in dem Sinne nicht. Das ist einfach, man spielt die positiven Situationen immer wieder durch, ist eine Art positives Denken und lässt es gut ausgehen, die Situationen. Das 4:0 ist nur noch Draufgabe. Torschütze trotz Platzwunde, der deutsche Riese Karsten Janker. Bis zum Viertelfinale haben die Rapidler Zeit, sich zu erholen, denn die nächste Runde im Cupsiegerbewerb wird erst im März gespielt. Die Auslosung dafür erfolgt am 8. Dezember. Einer der Wunschgegner Rapids ist Parma. Die Italiener haben sogar ein 0:3 aufgeholt. Das 1:0 durch Inzaghi nach wenigen Sekunden leitet die erfolgreiche Aufholjagd des AC Parma gegen Halmstad natürlich perfekt ein. Dino Baccio mit dem 2:0. Und der Bulgare Risto Stoichkov mit einem Freistoßtreffer egalisieren dann das 0:3 aus dem ersten Spiel. Die Entscheidung zugunsten von Parma fällt dann aus einem Eigentor in der 69. Minute an. Heute Nachmittag im Hanapi-Stadion. Kein Gesang, sondern Stretching und lockeres Laufen. Das gestrige Spiel sitzt noch tief in den Knochen. Das Anstrengendste war das Schlafen danach. Da wird alles weiter. Ich habe so lange gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Das war nicht sehr lustig, muss ich sagen. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur positive Aspekte von dem Tag gewonnen. Sowohl das Spiel war für uns anstrengend und schön, ebenso die Feier danach. Das Feiern ist zwar nicht zu kurz gekommen, aber
wir waren eigentlich alle fast zu mir, dass wir so richtig die Sau rauslassen. Der Alltag heißt jetzt wieder Meisterschaft. Am Sonntag daheim gegen Steyr. Ausrutscher darf da keiner passieren. Jetzt geht es wieder früh bei der Mannschaft weiter und wir müssen auch da dranbleiben und ich glaube, es wird keiner das Spiel zu leicht machen gegen Steyr und wir werden wahrscheinlich das Spiel für uns entscheiden und dann, glaube ich, kommt Admira schon und danach natürlich auch Nordirland. Ja, und da sollte man mit dem neuen Selbstvertrauen diesem Spiel auch auf Länderspielbasis Bitfans im Hanapi-Stadion erst im Frühjahr montiert werden müssen. Wir bleiben gleich in der ersten Division, da wird ja morgen die 15. Runde ausgetragen.